die Anwohner sagen, der Zugangsweg stinkt. Oh, mal gucken. Oh ja, mifft ein bisschen. Ein bisschen stinken tut's. So, jetzt werde ich mal die Kanäle prüfen. Mal gucken. Oh, recht tief. Ach, ey. Okay. Nochmal den nächsten aufmachen. Ich glaube, der läuft da lang, wo ich parke. Da ist der dicke, hier ist nur Wasser. So. Lecker. Ah, Arbeit. Noch mal anfangen. So, ich habe keine Ahnung, wie tief der Schacht ist. Mal gucken, ob ich das Loch finde. Irgendwo da unten ist ein Rohr offen. Das muss ich jetzt finden. So tief, dass ich einen Führungsrohr brauche. So, ich finde das Loch nicht. Das heißt, ich hab's, aber ich muss durch den Führungsschlauch jetzt. Habe ich sonst noch nie gemacht. Mal gucken, was passiert.
Können wir von hinten mal Wasser laufen lassen? Wo und hinten? Hebeanlage, Badewanne. Na, bei mir kommt ja nicht viel. Da stehen ja die Schächte noch voll. Da stehen sie noch voll? Ja. Ja. Jetzt, also ich habe... Okay, müsste jetzt weniger werden. Ich hatte zwei Blockaden. Also ich habe erst die erste gehabt und dann hat sich das weitergeschoben. Und jetzt läuft es ja erst ab. Schau mal. Dann sieht man, was er laufen will. Müsste jetzt. Genau, schreiben Sie einfach, wenn irgendwas ist. Wenn irgendwas ist hier, wenn Sie einen Eindruck haben, dass Sie hier irgendwie mal durch den Wind ist oder so. Wenn Sie mir das sagen, dann ist das ohne, weiß ich Bescheid. Nee, sie ist halt einfach nicht mehr drin, das ist das Problem. Alles gut. Gut, super, vielen herzlichen Dank, war sehr nett bei Ihnen. Super gemacht, also. Sehr schön. Wenn Bedarf ist, einfach, ja, ja. Ausspritzen, aber der Stein ist halt richtig durch. Und hier ist das Rohr kaputt. Ja. So, unten ist das Rohr kaputt. Jetzt machen wir die Scheiße noch ein bisschen dünn. Mann, nervt mich das immer an mit dem Sprit, ey. Immer dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Das war Reserve noch, oder? Ja, selbstverständlich, Meister. Hast du eine Badewanne? Eine Badewanne? Ja. Magst du die füllen? Ja. Und anschließend ablassen, wa? Ja, die läuft auch bis über die Hebeanlage. Ach so. Ja, ist gut. Aber ich kann die ja nochmal pumpen lassen. Na, ich würde, pass auf, es geht ja darum, ich möchte jetzt klares Wasser durchhaben, gehe mit der Kamera durch, ja, um zu sehen, ob da Wurzeln drin sind. Ja. Ich muss es ja wissen, weil ich merke davon nichts. Also nur mit der Kamera 20 Meter drin. So. Sehr schön. Wo ist denn jetzt? Na, eigentlich reicht es ja. Kamera festmachen und dann durchjagen. Hier sind die Hausanschlüsse. Ich weiß aber nicht, welcher welcher ist. Und irgendwo hier wird es dann waagerecht. Und hier, das mache ich aber nicht heute, haben wir Probleme. Richtige Kanal ist. 3 Meter. So, dann wollen wir mit Hochdruck drin und ich hoffe, dass ich im richtigen Kanal bin. Ist ein bisschen unübersichtlich hier.
normalerweise sollte man mich hier hören. An den Schacht. Wenn nicht alles hier seine Richtigkeit hat. Bild ist scharf. Stecken wir mal Drogen. Aha. Schon mal erneuert worden. Steigung nach oben. Turnrohr. Schön. Ah, haben wir hier ein Gegengefälle? Hier baut sich ab und zu was auf. Da haben wir ein bisschen Fett oben. Ich glaube, wir haben ein Gegengefälle. Ja. Okay. Das war's. Feierabend, Wochenende. Wiedersehen. Nächstes Jahr spülen.